Alfs knuspriges Bauernbrot. Zutaten für zwei Wecken aus Backgewicht ca. 800 Gramm sind 300 Gramm Roggenmehl glatt, 210 Gramm Dinkelmehl glatt, 370 Gramm Weizenvollkornmehl und 250 Gramm Sauerteig. Ein halber Esslöffel brauner Zucker, ein Esslöffel Salz entspricht ca. 25 Gramm, ein Kaffeelöffel Kümmel, ein gehäufter Esslöffel Brotgewürz, 10 Gramm Backmalz dunkel, 2 Päckchen Trockengerm und 600 ml warmes Wasser. Alle Zutaten zum Sauerteig in den Kessel geben. Ich fange mit den drei Mehlsorten an. Das Salz, der Kümmel, der braune Zucker, die beiden Päckchen Trockengerm, alternativ kann auch ein frischer Germwürfel verwendet werden, das Trockenmalz und bevor wir das Wasser dazugeben, kommt noch ein gehäufter Esslöffel Brotgewürz. Auf kleiner Stufe lassen wir das Ganze jetzt einmal so circa 5 bis 7 Minuten dahin kneten. Auf großer Stufe lassen wir das Ganze weitere 3 bis 4 Minuten kneten. Arbeitsfläche mit Mehl bestauben. Teig auf die Arbeitsfläche geben und einmal kurz durchkneten. Teig mit einem Küchentuch abdecken und ungefähr 45 Minuten gehen lassen. Teig nach der Gehzeit in zwei gleich große Teile schneiden. Noch einmal etwas abkneten. Die Leibsimperl gut mit Roggenmehl bestauben. Teige in die Simperl geben. Wieder mit einem Küchentuch abdecken und noch einmal 30 Minuten an einen warmen Ort gehen lassen. Nach dem Gehen vorsichtig auf ein Backblech stürzen. Gleichmäßig mit einem Holzspieß einstechen. Gebacken wird bei 200 Grad zuerst einmal ca. 30 Minuten. Am besten stellt man eine Schüssel Wasser in den Ofen. Sollte man einen Ofen mit Dampfzugabe haben, erspart man sich die Schüssel Wasser. Nach den 30 Minuten backt man weitere 15 Minuten leicht geöffnet. Um sicher zu gehen, ob das Brot fertig gebacken ist, kann man einen Fleischthermometer verwenden. Wenn die Innentemperatur des Brotes über 95 Grad steigt, ist das Brot fertig. Einem Brotleib dieser Größe kommt man bei einer Backzeit von 50 Minuten aus. Fertiges Brot auskühlen lassen und genießen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so ist, liked es und abonniert meinen Kanal. Viel Spaß beim Nachbacken und einen guten Appetit!